Hallo, willkommen, ich bin der Max und ich war für über 5 Wochen in Malaysia unterwegs. Einmal komplett durch Malaysia mit Borneo. Habe euch schon unzählige Videos zu meiner Reiseroute, aber auch zu den einzelnen Orten gemacht. Und heute habe ich 10 oder wahrscheinlich mehr Dinge für euch, die ihr wissen solltet, bevor ihr nach Malaysia kommt. In Malaysia habt ihr mit einem deutschen Passport ein Visum von 90 Tagen bei Ankunft, also eines der längsten Visas bei Ankunft im asiatischen Raum, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Thailand 30 Tage, Indonesien 30 Tage oder Vietnam nur 14 Tage vergleicht. Außerdem war Malaysia meiner Einschätzung nach nochmal ein bisschen günstiger als die umliegenden Länder drumherum, also als Thailand, Indonesien. Kommt natürlich auch immer darauf an, in welchen Ecken man ist, aber man kann definitiv richtig, richtig günstig durch Malaysia reisen. Zum Beispiel, und das ist Punkt Nummer 3, sind auch die Busverbindungen unglaublich gut. Wir sind fast alles mit dem Bus gefahren in Malaysia und haben halt nie mehr für eine Busfahrt zwischen 6 und 9 Euro bezahlt. Also das war wirklich unglaublich günstig. Und mit der Seite Want2GoAsia könnt ihr das alles problemlos einfach eintippen, wo ihr seid und wo ihr hin wollt. Das hat unsere Malaysia-Reise so viel einfacher gemacht. Dann bleiben wir gleich mal beim Transport. Was ihr auf jeden Fall wissen müsst, wenn ihr nach Malaysia geht, holt euch die App Grab oder die App Maxim. Das sind 2 Taxi-Apps, die fast in komplett Malaysia funktionieren. Ich habe immer Grab genutzt, weil ich das vor allem von den umliegenden Ländern drumherum schon mal genutzt hatte. Wenn ihr Bargeld mit eurer Kreditkarte abheben wollt in Malaysia und einen Automaten sucht, der keine Gebühren hat, dann geht zu der Indian Bank. Übrigens eine kostenlose Reisekreditkarte, bei der ihr keine Gebühren fürs Geld abheben oder auch für den Auslandseinsatz zahlt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Was außerdem natürlich gut ist zu wissen, dass Malaysia auf eine West- und eine Ostseite aufgeteilt ist, besonders was die Regenzeit angeht, weil je nachdem, welche Seite von Malaysia ihr erkunden wollt, habt ihr eine unterschiedliche beste Reisezeit. Die Westseite von Malaysia bereist ihr am besten in den Monaten Dezember, Januar und Februar und die Ostseite, wo dann auch Borneo mit dazu zählt, ist eher so März bis Oktober. Die Hauptsaison ist da aber auch von Juni bis August, weil es einfach da die heißesten Tage hat. Die beste Reisezeit hat allerdings nicht nur was mit dem Wetter zu tun. Als wir damals beim Taman Negara Nationalpark waren, waren einige Tracks noch geschlossen und man konnte gar nicht alles machen, sogar bei den Cameron Highlands, weil das war eben gerade so Mitte Januar und ist für die Ostseite eben nicht so optimal. Die meinten zu uns dann nämlich auch, okay, Taman Negara Nationalpark kann man machen, aber es ist tatsächlich besser eher so im Februar oder dann halt im März erst zu kommen. Einige nützliche Wörter möchte ich euch auf Bahasa bzw. Malaysisch mit auf den Weg geben. Das könnt ihr übrigens auch für Indonesien nutzen. Und zwar ist einmal Ja heißt ganz normal Ja, Tidak heißt Nein, Selamat Pagi heißt Guten Morgen, Selamat Malam heißt Guten Abend und Terima Kasih heißt Danke. Es sind nur ein paar kleine Floskeln, aber die Einheimischen freuen sich da immer unglaublich und sind aufs nochmal viel offener, wenn man so ein bisschen ihre Sprache spricht. Auch gut zu wissen für alle diejenigen, die gerne Postkarten verschicken, das ist nämlich ultra günstig in Malaysia. Es kostet weniger, eine Postkarte von Malaysia nach Deutschland zu schicken, als einen Brief innerhalb von Deutschland zu schicken. Mein Bruder hat nämlich eine verschickt und ich glaube, es hat so um die 50 Cent gekostet, von Malaysia nach Deutschland. Und die kam tatsächlich an. Was euch außerdem nicht erschrecken sollte, in Malaysia wird unglaublich viel mit den Händen gegessen. Also gerade bei so Banana Leaf Restaurants, aber auch in vielen anderen typischen malaysischen Restaurants werdet ihr die Leute mit den Händen essen sehen und es gibt da auch immer Waschbecken praktisch, wo man sich die Hände wieder waschen kann. Es gibt aber in der Regel eigentlich auch Besteck für Touris. Wo ihr auf jeden Fall aufpassen solltet in Malaysia ist, was das Thema Drogen angeht, also versucht nicht irgendwie von Thailand irgendwie Gras mitzunehmen, das sind sie sehr, sehr streng. Es geht hin von Gefängnisstrafe bis auch zur Todesstrafe und was ihr auf jeden Fall auch wissen müsst, dass LGBT, also Homosexualität in Malaysia unter der Strafe steht. Deswegen Betroffene bitte auf jeden Fall aufpassen, zurücknehmen. In der Öffentlichkeit sollte man eh keine Zärtlichkeiten austauschen, egal ob hetero oder homo. Aber es ist halt wichtig zu wissen, in Malaysia steht es unter Strafe. Ein Getränk, das euch auf jeden Fall durch heiße und anstrengende Tage bringt, ist das 100 Plus. Es ist ein malaysisches Getränk. Wir haben das immer überall gesehen und dachten so, oh, was ist das, was ist das? Die ersten 2 Wochen haben wir uns nicht rangetraut und dann haben wir es immer wieder bestellt, weil es einfach so eine gute Erfrischung immer zwischendurch war. Es war nicht zu süß und ich wünschte, ich hätte das von Anfang an gewusst, vor allem, wenn man das in den umliegenden Ländern eher nicht so bekommt. Ein Punkt zum Thema und Essen und Trinken, der euch eigentlich klar sein sollte. Trinkt in Malaysia kein Leitungswasser, das kann ganz schön auf den Magen gehen. Und auch bei Eiswürfeln müsst ihr natürlich aufpassen, dass es die industriellen sind und nicht irgendwie selber gemachte von einem kleinen Restaurant, weil es kann eben sein, dass sie die eventuell aus Leitungswasser gemacht haben. Also von dem her beim Wasser lieber einmal mehr aufpassen. Freut euch auf jeden Fall auf die kulinarische Vielfalt in Malaysia. Ich habe da tatsächlich meine Liebe für indisches Essen entdeckt. Geht auf jeden Fall immer mal nach Little India und probiert da das indische Essen. Ich fand es einfach mega, aber ihr habt wirklich in Malaysia allgemein kulinarisch mit dem besten Mix von ganz Asien und es ist gefühlt überall echt günstig. Malaysia beheimatet ganz viele verschiedene Kulturen und Religionen. Das heißt, ihr werdet da auch eine Vielfalt von verschiedenen Menschen treffen. Ein Großteil der Bevölkerung ist muslimisch. Das heißt, ihr werdet auch immer wieder Menschen mit Kopftuch, Burka und der traditionellen muslimischen Kleidung sehen. Es gibt allgemein mit Ausnahme von Langkawi relativ wenig Alkohol bzw. relativ wenig Bars und der Alkohol ist ein bisschen teurer, wie gesagt mit Ausnahme von Langkawi. Insgesamt sind die Menschen in Malaysia aber echt super freundlich, kann man wirklich sagen, und sie sprechen vor allem, auch im Vergleich zu den
den umliegenden Ländern echt gut Englisch. Also man kommt in Malaysia mit Englisch wirklich, wirklich sehr weit. Das liegt vor allem daran, weil sie ja auch durch die Briten kolonialisiert wurden und auch in vielen Schulen einfach Englisch unterrichtet wird. Im Vergleich zu den umliegenden Ländern wie Bali und Thailand sind sowas wie Massagen oder aufdringliche Straßenverkäufe eher weniger verbreitet in Malaysia. Und zu guter Letzt, was ich vielleicht vorher nicht so gedacht hätte, dass Malaysia, wir waren zwar auch viel im Inland unterwegs, irgendwie auch auf Langkawi und so, nicht so die schönsten Strände hat, wie ich es vielleicht von Thailand teilweise kenne. Das kann aber auch einfach an unserer Reiseroute liegen, weil wir nicht auf den Perhentians waren zum Beispiel und auch in Langkawi waren wir auch nur einmal an einem richtig schönen Beach und mir persönlich war dieser Hauptbeach nämlich einfach zu voll. Aber um das Ganze positiv zu sehen, ich fand Malaysia unglaublich abwechslungsreich in der Natur und man kann einfach so viele verschiedene Sachen erleben, dass man die Strände auch gar nicht so krass vermisst. Nur vielleicht, falls ihr vorhattet, einen reinen Badeurlaub in Malaysia zu machen, dafür ist es vielleicht doch nicht so das optimale Land. Und zu guter Letzt hätte ich nicht gedacht, dass mir Kuala Lumpur so gut gefällt, weil es einfach nicht nur eine weitere asiatische Großstadt ist, sondern wirklich einen Charme hat. Falls ihr schon mal in Malaysia wart, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, was ihr gerne vorher gewusst hättet, dann haben wir noch ein bisschen Schwarmintelligenz. Alle wichtigen Videos habe ich euch aber auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, gebt gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.